Herzlich willkommen zur 11. Vorlesung Maschinenorientiertes Programmieren. Wir schließen im Rahmen der heutigen Vorlesung das Kapitel 3 ab. Sie finden Hinweise im Foliensatz auf dem Dokumentenserver. Ja, fangen wir an mit Kapitel 3.9 Felder. Was ist die Motivation für den Einsatz von Feldern? Nun, überall da, wo Sie den gleichen Datentyp verwenden, sei es in Notenlisten, Adresslisten oder, wie wir bereits kennengelernt haben, bei Zeichenketten. Aber auch das Speichern von mathematischen Vektoren oder Matrizen ist ein typisches Anwendungsgebiet von Feldern. Und häufig kommen Felder auch als sogenannte Lookup-Tables zum Einsatz. Das sind Tabellen im Speicher, die zur Konvertierung von Datentypen oder zur Konvertierung oder Umrechnung von Daten dienen können. Zur Definition von Feldern. Ich habe hier mal die vollständige Definition aufgezeigt. Auch hier gilt wieder wie bei den Pointern, AnyCType ist ein beliebiger Typ, der in C erlaubt ist, also auch ein mit TypeDef generierter Typ. Sie kennen das bereits von den Zeichenketten. Es gibt zwei Varianten, um Feldervariablen anzulegen. Ich habe das hier sowohl im Beispiel als auch im Syntaxgraph nummeriert. Also entweder dimensionieren Sie das Feld mit einer optionalen Initialisierung oder Sie lassen die Dimensionierung des Feldes offen und initialisieren das Feld, damit dem Compiler zur Laufzeit bekannt ist, wie viel Speicher für das Feld angelegt werden muss. Die Initialisierung von Feldern erfolgt wie bei struct in geschweiften Klammern. Auch hier gilt es, dass ein Element genügt, um das komplette Feld zu initialisieren. Felder werden auch wie structs aufsteigend im Speicher abgelegt. Das heißt, das erste Feldelement liegt auf der niedrigsten Adresse im Speicher. Und wir können ab C99 auch einzelne Elemente im Feld initialisieren. Das heißt, ich kann ähnlich wie bei struct, wo ich den Punktoperator zum Initialisieren nutzen kann, kann ich die eckigen Klammern in der Initialisierung verwenden und damit einzelne Feldelemente initialisieren. Ich muss also bei einem großen Feld, wo nur das letzte oder eines der letzten Elemente initialisiert werden muss, nicht mit Komma getrennt alle Initialisierungen vornehmen. Es genügt ab C99, wenn ich einzelne Initialisierungen vornehme. Syntax ist also ganz einfach. In den geschweiften Klammern, der Index in eckigen Klammern, es muss eine Konstante sein, dann die Zuweisung und so kann ich ein einzelnes Feldelement initialisieren. Hier auf der Folie eben die Beispiele ein Int-Array nicht initialisiert und ein Float-Array, deren Dimensionierung offen ist. Dafür wurde es jetzt hier beispielsweise mit den klassischen Notenwerten vorbelegt. Ja, mit der Definition der Felder können wir jetzt die Definition in C allgemein formulieren. Das heißt, allgemein haben wir erst den sogenannten Basistyp, unseren C-Typ und dann eine sogenannte Identifier-List, also eine Liste von potenziellen Initialisierungen. Wir können in der Identifier-List Zeiger und Felder kombinieren. Das heißt, wir können eine Kombination aus Feld und Zeiger vornehmen. Ich habe hier unten auf der Folie noch das Beispiel P-Video-Screen mit sowohl einem Zeiger als auch in eckigen Klammern einer Feldangabe. Sie können sich überlegen, welchen Typ das repräsentiert. Ich möchte erstmal allgemein darauf zu sprechen kommen. Deswegen habe ich mal hier verschiedene Definitionen, allgemeine Definitionen in C mit der Kombination von Stern, also Zeigern, und eckigen Klammern, Feldern, aufgezeigt. Die ersten drei Beispiele sind einfach. Int i, ganz klar, eine einfache Integer-Variable. Int array in eckigen Klammern die 10 ist auch ganz klar. Es wird ein Feld der Größe 10 vom Typ Integer angelegt. Und die dritte, int Stern ip. Ip ist ein Zeiger auf int. Aber was passiert jetzt mit der Kombination? Das vierte Beispiel, int Stern Pointer Array und in eckigen Klammern die 10. Das aufzulösen, dazu brauchen wir die Rangfolge der Operatoren. Klammern binden immer stärker als alle anderen Operatoren. Das heißt, die eckigen Klammern binden stärker als der Stern. Zu beachten bei der Definition von Variablen ist nun, dass wir ausgehend vom Variablennamen und nicht vom Typ die Definition lesen müssen. Das heißt, unser Pointer Array
was der Name hier jetzt schon aussagt, könnten auch mal ganz einfach uns vorstellen, das wäre nur ein x, ein Variablename x, an den Namen bindet am stärksten die eckige Klammer. Das heißt, es handelt sich auf jeden Fall um ein Array. Der Inhalt des Arrays ist dann der Stern, ein Zeiger, und dieser verweist auf den Typ int. Wir haben also mit Pointer Array hier ein Array, das auf 10 Integer Pointer zeigt. Wir können die starke Bindung der eckigen Klammern mit der runden Klammer noch übertreffen. Das heißt, die nächste Definition bedeutet, dass wir den Stern an den Namen der Variable binden. Wir bekommen jetzt einen Pointer auf ein Array, das eben exakt 10 Integer-Werte enthält. Und das letzte Beispiel ist, glaube ich, die logische Schlussfolgerung daraus. Wir haben einmal den Stern an den Namen gebunden, dann kommen die eckigen Klammern und dann bindet der letzte Stern noch an den Typ. Das heißt, wir haben einen Pointer auf ein Array, in dem wieder Pointer liegen. Hier nochmal die Auflösung. Und jetzt sollte Ihnen auch klar sein, welchen Typ das Beispiel auf der zuvor gezeigten Folie hatte. Nach diesem kurzen Exkurs zu den Definitionen von Variablen zurück zu unseren Feldern. Das Arbeiten mit Feldern. Eigentlich ist das meiste uns schon bekannt. Es geht immer bei Index 0 los. Das heißt, der Zugriff auf das erste Element erfolgt über Index 0. Und hier einem Beispiel, das achte Element wäre Zugriff über Index 7. Wir können alternativ, weil auch allgemein bei Variablen gilt, die als Feld angelegt werden, dass der Name des Feldes dem Zeiger auf das erste Element entspricht, können wir alternativ auf das erste Element mit dem Sternoperator, also dem Dereferenzierungsoperator, zugreifen. Und das ist auch hier nochmal dargestellt. Ich kann einen Zeiger anlegen, der direkt auf das Array verweist, und ich kann mit Hilfe des Adressoperators mit dem Kaufmanns-und Zeiger auf beliebige Elemente des Feldes erzeugen. Auch hier gilt, die eckige Klammer bindet stärker als der Adressoperator. Das heißt, es wird erst Index 7 ausgewählt und dann die Adresse davon bestimmt. Was jetzt ganz wichtig ist, weil der Zugriff über die eckigen Klammern, also der Zugriff auf das Feld, ist im Prinzip in C über den Zugriff als Zeiger aufgelöst. Das heißt, wir können auf beliebige Feldelemente zugreifen und es erfolgen alle Schreib- oder Lesezugriffe ohne Kontrolle in C. Das heißt, ein Zugriff außerhalb des Index eines Feldes ist in C nicht verboten. Es wird vom Compiler nicht gewarnt und zur Laufzeit nicht überprüft. Der Hintergrund ist ganz einfach. Die Verantwortung, wie Sie mit dem Speicher umgehen, ist Ihnen als Programmierer überlassen. Das heißt, der C-Compiler geht davon aus, wenn Sie außerhalb des Index eines Feldes zugreifen, dass Ihnen bewusst ist, welcher Speicher dort angelegt ist. Wir können ja auch theoretisch in C absolute Adressen adressieren. Um zum Beispiel den gesamten Arbeitsspeicher adressieren zu können, müssen wir natürlich auch jede beliebige Adresse im Speicher adressieren können. Und da wäre ein Zugriffsschutz, das Prüfen auf korrekte Array-Grenzen, natürlich hinderlich. Also das Extrembeispiel hier, int-array minus 1, ist natürlich ein völliger Blödsinn. Wenn wir uns aber vorstellen, dass int-array vielleicht gar kein Array, sondern ein Zeiger auf das achte Element ist, also hier das Beispiel, das IP repräsentiert, dann ist IP Index minus 1 durchaus gültig. Wir greifen einfach jetzt auf das siebte Element des Feldes zu. So gesehen wird klar, dass eine Kontrolle über den Speicherzugriff beim Programmierer und nicht beim Compiler liegt. Daher mein Warnhinweis: Achtung, Feldzugriffe werden nicht auf ihre Bereichsgrenzen überprüft. Sie erhalten weder vom Compiler noch zur Laufzeit eine Fehlermeldung. Und natürlich das Schreiben und auch das Lesen außerhalb von Feldgrenzen kann natürlich zu schweren Fehlern führen. Die korrekte Lösung, also wenn Sie sicherheitsbewusst programmieren, erfolgt über das explizite Prüfen der Array-Grenzen.
Wir haben schon bei den Strings kennengelernt, dass wir mit sizeOf zwar die Größe eines Arrays abfragen können, das heißt genauer gesagt die Anzahl der Bytes, die ein Array im Speicher belegt. Wenn wir aber einen Zeiger auf ein Array definieren, gehen die Größen verloren. Deswegen brauchen wir unbedingt in C die Größenangaben auch außerhalb des Feldes verfügbar. Und eine Lösung ist über das Anlegen einer globalen Konstante mit Hilfe eines Defines. Also hier mal dargestellt, unsere Max Array Size ist 100. Wir legen das Feld mit diesem Define an und prüfen jeden Zugriff auf das Feld, ob dieser innerhalb der Grenzen liegt, also kleiner Max Array Size erfolgt. Der Vorteil der Verwendung eines Defines ist jener, dass ich natürlich jederzeit dieses Define global ändern kann. Das heißt, wenn ein Feld der Größe 1000 erforderlich ist, dann muss ich im Programm nicht an einzelnen Stellen das Ganze editieren, sondern ich habe an einer Stelle zentral über das Define die Größe des Feldes organisiert. Wenn also jeder Zugriff und jedes Anliegen eines Feldes dieses Define verwendet, dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Dann kommen wir auch gleich zu dem, was ich bereits angesprochen habe, nämlich die Feldgrößen und die Problematik der Feldgrößen. Wenn wir ein Feld als einen Funktionsparameter an eine Funktion übergeben, dann wird nicht das Feld, sondern nur ein Zeiger auf das erste Element übergeben. Auch hier gilt, es wird per Kopie übergeben, aber es wird eben die Adresse kopiert und nicht das Feld. Das heißt, folgendes Beispiel verdeutlicht das ganz gut. Wir haben eine Funktion, die heißt FillScreen, bekommt den Bildschirmspeicher übergeben, hier die Größe 640x480 und soll mit einer Farbe gefüllt werden. Das wäre natürlich völlig sinnfrei, wenn eine Kopie des Feldes übergeben wird, die Kopie bearbeitet wird und sich das Feld an sich nicht ändern würde. Aus Effizienzgründen hat man sich bei der Entwicklung von C dafür entschieden, dass Felder immer als Zeiger behandelt werden, das heißt als Zeiger an die Funktion übergeben werden. Jetzt hier noch der Warnhinweis, ein sizeOf ist nicht möglich. Das stimmt nur bedingt bei Compilern von C90 ist es üblich, dass sizeOf einfach die Größe des Zeigers liefert und nicht eine vordefinierte Feldgröße. Man muss allerdings auch aufpassen, man kann in C auch die eckigen Klammern offen lassen. Das heißt, genauso wäre hier möglich, T-Color P Video Screen, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu als Parameter zu übergeben. Das hätte den gleichen Effekt. Dann ist die Abfrage über sizeOf natürlich nicht möglich. Das heißt, wir brauchen bei der Übergabe von Feldern immer einen zusätzlichen Parameter oder eine zusätzliche Angabe, die uns die tatsächliche Feldgröße übermittelt. Das heißt, das Beispiel, was wir gerade sehen, macht keinen Unterschied, wenn wir einfach statt dem Feld einen Zeiger übergeben. Das hat die exakt gleiche Wirkung. Und hier wird natürlich deutlich, dass die Größeninformation, das sizeOf gar nicht möglich ist. sizeOf würde die Größe des Zeigers, also 4 Bytes auf einem 32-Bit-System. Da kommen wir noch zu den mehrdimensionalen Feldern. Wenn wir natürlich Matrizen abspeichern oder ganz einfach, wenn wir natürlich mehrere Strings abspeichern wollen, dann sind wir in C schnell bei den mehrdimensionalen Feldern. Ich habe auch hier mal Beispiele zum Anlegen bei den Strings. Hier ist der schöne Vorteil, dass wir natürlich die Anführungszeichen verwenden können, das heißt Felder implizit über die Anführungszeichen anlegen können. Also hier mal die Wochentagsnamen als mehrdimensionales Feld von Sonntag bis Samstag und darunter mal ein Beispiel für eine Einheitsmatriz, einem 3x3 Feld. Hier gilt in C, ich kann die inneren Dimensionen mit geschweiften Klammern schachteln. Auch hier kann ich die Initialisierung offen lassen. Das heißt, hier in dem Beispiel könnte ich nach 1,0 die geschweifte Klammer schließen und es würden trotzdem die zwei weiteren Elemente der inneren Dimension initialisiert werden. Gleichermaßen ist auch nicht eine Schachtelung mit geschweiften Klammern erforderlich. Ich hätte einfach hier die neuen Elemente auch direkt hintereinander schreiben können.
Ja, zum Vergleich der mehrdimensionalen Felder, wie werden sie im Speicher abgelegt? Ganz einfach, ich habe hier das Beispiel der Day Names, der Wochentage, nochmal dargestellt. Also wir haben die Days per Week und wir haben die Day Len. Die Days per Week ist 7, das ist unsere äußere Dimension des Feldes. Die innere Dimension ist die Länge des Namens eines Tages und unser Mittwoch ist hier der längste Tag. Das heißt, im Speicher werden mehrdimensionale Felder aufsteigend abgelegt. Der Zugriff auf das erste Element, also über die Indizes jeweils mit 0, erfolgt auf der niedrigsten Speicheradresse. Das wäre bei uns jetzt das erste S von Sunday. Sie finden gerade bei Zeichenketten in C häufig die Kombination von Feld und Zeiger, also so, wie wir das auch gerade vorhin besprochen haben. Weil was natürlich hier auffällt, es ist nicht so speichereffizient, wenn man sich immer am längsten String orientieren muss. Bei den Namen der Wochentage ist es jetzt noch nicht so gravierend, aber wenn Sie einen Text als mehrdimensionales Array speichern wollen und Sie müssen sich an der größten und der längsten Zeile orientieren, dann wird das wahrscheinlich zu einer sehr großen Speicherplatzverschwendung führen. Was ich Ihnen nochmal zeigen möchte an dem Beispiel ist, wir haben die gleiche Art auf mehrdimensionale Felder wie auf die Kombinatorik zwischen Feld und Zeiger zuzugreifen. Wir sehen also hier bei dem mehrdimensionalen Feld die Ausgabe mit printf%s, dass wir einfach auf DayNames und indiziert den Tag zugreifen. Das ergibt uns einen Zeiger auf das erste Zeichen der Wochentage, also Zeiger auf das S, M, T, W und so weiter. Wir haben exakt den gleichen Zugriff, wenn wir unsere Wochentage als Zeiger in einem Feld ablegen. Das heißt, wir speichern jetzt hier im Feld Zeiger, also ein Array der Größe 7 mit Zeigern auf Charakter. Der Unterschied ist natürlich, dass unsere Zeiger jetzt im konstanten Segment abgelegt werden, damit nicht veränderlich sind, aber der Zugriff auf das Feld über die Zeiger erfolgt genau gleich. Das heißt, es ändert sich bei der Printf-Ausgabe nichts, ob wir ein mehrdimensionales Feld von Charaktern oder ein Feld mit Charakterpointer verwenden. Ja, wir schauen uns gleich im Anschluss noch ein kurzes Beispiel zu den Feldern an. Ich möchte noch auf die typischen Stolperfallen in C eingehen. Was wir gehört haben, es gibt keine Prüfung der Bereichsgrenzen. Felder werden immer als Zeiger übergeben. Dabei geht die Feldgröße verloren. Wir haben nicht die Möglichkeit, wie in Java, auf die Punktlängs zuzugreifen. Eine Besonderheit der Syntax in C, aber wir klären das auch gleich noch im Laufe der heutigen Vorlesung, ist, dass Funktionen keine Felder zurückgeben können. Syntaktisch also nicht möglich, das Beispiel Charakter, eckige Klammer auf, eckige Klammer zu und Funktionsname, also Rückgabe eines Feldes, ist nicht erlaubt. Es sind auch keine Typecasts mit Feldern möglich. Ich kann beispielsweise nicht eine Zeichenkette auf unser mehrdimensionales Array, die Wochentage, casten. Das ist nicht möglich. Oder wenn man sich vorstellt, bei dem Beispiel mit unserem VideoRAM, möchte auf XY direkt im VideoRAM zugreifen. Das heißt, aus einem eindimensionalen VideoRAM direkt einen mehrdimensionalen Videospeicher casten, das ist nicht möglich. Cast ist in C auf Feldern syntaktisch nicht erlaubt. Funktioniert über eine Abhilfe. Wir können einen Pointer definieren, der auf eine Zeile im Feld verweist. Und dadurch, dass ein Pointer, ein Zeiger, auch wieder wie ein Feld behandelt wird, was wir gerade gesehen haben beim Zugriff auf das mehrdimensionale Array von Wochentagen, können wir mit einer Hilfsvariable einen solchen Cast vornehmen. Das gleiche gilt für den Zugriff auf den Videospeicher. Wir können uns einen Zeiger anlegen, der genau eine Zeile im Videospeicher repräsentiert und über den Feldzugriff dann den direkten Punkt mit X und Y, also über Auswahl der Zeile, der Y-Koordinate und innerhalb der Zeile Zugriff auf das X-Element, können wir den Bildschirmspeicher direkt
adressieren. Und die Abhilfe, dass wir ein Feld nicht als Rückgabetyp definieren können, können wir auch ganz einfach über einen Zeiger lösen. Der Zeiger repräsentiert ja in C einen Zugriff auf das erste Element und über die eckigen Klammern gleichermaßen einen Zugriff auf ein Feld. Nachdem die Feldgrößen ohnehin bei der Übergabe per Zeiger verloren gehen, ist also somit eine Übergabe eines Feldes an die aufrufende Funktion per Zeiger natürlich möglich. Auch hier gilt, wir müssen zusätzlich die Größe des Feldes übertragen können. So, wir schauen uns ein kurzes Beispiel zu Arrays an. Ich lege einmal ein Array, ich nenne es Array 1 vom Typ Float an. Wir machen das jetzt mal ohne Längenangabe und ich speichere jetzt einfach 1, 2, 3, 4 und korrekterweise jeweils natürlich vom Typ Float. Mal noch ein zweites Array, dass wir gleich den Unterschied sehen. Ebenfalls 4 Element groß. Jetzt verwende ich ab C99 den Zugriff auf das Element. Das letzte Element wird in dem Fall D40 und das davor D30. Wenn wir uns die Felder im Speicher anschauen, dann sehen wir, dass natürlich für beide 4 Elemente reserviert wurden. Beim zweiten Array wurden nur die letzten beiden Elemente explizit initialisiert. Das heißt, das erste Element ist 0. Was wir auch sehr häufig finden, das hatte ich auch schon angesprochen bei den Structs. Ganz häufig finden Sie einfach nur ein Element initialisiert und damit wird natürlich auch hier das gesamte Array initialisiert. Ja, ich möchte jetzt noch ganz kurz den Zugriff auf das Array darstellen. Wir können jetzt Zugriff auf Element 0 vom zweiten Array, da fehlt ja noch die 1,0f, dass es gleich wird wie unser erstes Array, und wir können noch das erste Element mit 2.0f beschreiben. Der Name des Arrays ist ein Zeiger, das heißt, ich kann auch einfach ein Array Pointer mir anlegen und den lege ich jetzt mal auf unser Array 3, allerdings dort speziell auf den Index 2, das heißt, wir brauchen das Kaufmannsund. Wenn wir auf das nullte Element zugreifen, ich schreibe da mal die 3.0f rein, dann zeigt unser Array-Pointer jetzt auf unser zweites Element. Wir schreiben da die 3 rein. Und ich glaube, jetzt wird deutlich, dass wenn ich natürlich an dem Feld etwas modifizieren will, dann kann ich mich natürlich vorwärts und rückwärts bewegen. Das heißt, ich kann natürlich jetzt hier auch die 2.0 reinschreiben. Und wir schreiben jetzt an die zweite Stelle in Array 3 unsere 2.0. Ich glaube, es wird klar, dass der Compiler keine Warnung erzeugt. Der Zugriff über Index minus 1 entspricht letztendlich nur ein minus 1 Rechnen des Zeigers und dann dort entsprechend den Wert eintragen. Und in dem Fall ist es ja korrekt, ich bewege mich innerhalb des Felds. Ich sage trotzdem als Hinweis, schlechter Stil, minus nicht verwenden. Okay, kommen wir noch zum Aufruf an eine Funktion und zum Regeln des Zugriffes, was wir in der Vorlesung gehört haben. Ich möchte einfach mal den Mittelwert ausgeben, also printf
Mittelwert ist, und ich schreibe mir eine Funktion, die nenne ich jetzt einfach min, und übergebe der Funktion jetzt ganz einfach mal unser Array 1. So, unsere Funktion, so wie es jetzt im Moment dasteht, berechnet den Mittelwert, soll also ein Float zurückgeben und bekommt als Parameter ein Float Array. Und spätestens jetzt sollten Sie merken, dass etwas in C fehlt. Das heißt, ich kann natürlich mir eine Summe bilden und dort auf addieren. Aber hier fehlt es mir. Denn das Array, was ich an die Funktion übergebe, wird ja als Zeiger übergeben und verliert die Größeninformation. Das heißt, so wie ich mir das gerade ausgedacht habe, dass ich einfach das Array übergebe, funktioniert das in C nicht. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten kennengelernt. Das eine wäre, ich definiere mir meine maximale Array-Größe. Das wäre jetzt hier die 4. Dann kann ich Max Array Size durchwegs verwenden. Also ich würde jetzt auch hier zur Sicherheit die Größe eintragen. Und dann sind wir auf der sicheren Seite. Unser Array ist jetzt immer genau 4 Elemente groß. Das kann ich natürlich jetzt auch hier in unserer Mittelwertfunktion eintragen. Das heißt, wir können auch hier unser Max Array Size verwenden. Und wir bekommen jetzt den Mittelwert ausgerechnet. Natürlich hätte ich nur hier dividieren müssen. Das hatte ich vorher noch vergessen. Dann passt es jetzt natürlich auch. Für eine Funktion, die einen Mittelwert berechnet, ist es wahrscheinlich nicht passend, dass die Funktion eine feste Größe, die zur Compilezeit festgelegt wird, übergeben bekommt. Das heißt, ich würde wahrscheinlich eher die Länge separat übergeben, also ein Int Längs übergeben. Wir würden über die Länge iterieren und natürlich dann auch durch die Länge dividieren. Das heißt, ich parametrisiere die Funktion hier noch mit der Max Array Size. Das entspricht ja unserer Länge. Die Länge passt zu Array 1 und wird an die Funktion übergeben. Und unsere Mittelwertfunktion min ist jetzt unabhängig von einer globalen Definition, kann also für alle Float-Felder beliebiger Größe verwendet werden. Jetzt bekommen wir, wie schon öfters, eine Warnung. Wir greifen auf Array zu. Wir wissen aber, Array wird als Zeiger übergeben. Das heißt, wir sollten abfangen zu Beginn der Funktion, ob unser Array null ist. Dann dürfen wir nämlich nicht darauf zugreifen. Und der andere Fall wäre natürlich, die Funktion wäre fehlerhaft, falls die Length kleiner gleich 0 ist. Dann sollten wir aus der Funktion herausspringen. So, jetzt, was wir gegebenenfalls noch berücksichtigen könnten. Wir haben ja unser Max Array Size gegeben, das heißt, wir könnten auch den Zugriff auf unser Array noch schützen. Das heißt, solange i kleiner Length und das i kleiner der Max Array Size. Das heißt, damit schützen wir den Zugriff auf unser Array, dass wir nicht außerhalb der Array Größen zugreifen. Das Programm funktioniert jetzt noch genauso. Wir können das Array natürlich hier vergrößern. Die Länge hier unten, wenn wir nicht mehr Werte im Array haben, könnten wir auch bei der 4 belassen. Das heißt, wir könnten das Array vergrößern auf vielleicht die Größe 6
aber die Anzahl der Werte, die im Array im Moment gespeichert sind, sind eben nur 4. Das heißt, die Anzahl der Werte, die ich an die Funktion übergebe, kann natürlich unabhängig von der Länge des Arrays sein, ähnlich wie Strings kürzer sein können als das Array, in dem sie gespeichert werden. Ja, soweit zum Arbeiten mit Arrays. Im zweiten Teil beschäftigen wir uns mit den Typecasts. Bis gleich.